Diesen Ruf der Fans werden wir im Borussia-Park ab jetzt leider nicht mehr hören. Denn die Fohlen haben den Vertrag mit Ruhl Brauers nicht verlängert. Nach 9 Jahren Borussia heißt es nun Abschied nehmen. Für Ruhl eine sehr emotionale Angelegenheit. Wir waren 9 Jahre hier jetzt und dann natürlich einiges erlebt zusammen mit dem Verein, mit den Fans. So von daher, ja, ist es natürlich nicht einfach, dann Abschied zu nehmen, aber ich glaube, es war ganz schön und es hat mich gefreut, wie die Fans auch reagiert haben. Und von daher, es war einfach ein super Tag mit vielen Emotionen. Ja. Brauers kam 2007 vom SC Paderborn zur Borussia. Direkt nach seinem Wechsel verhalf der großgewachsene Innenverteidiger Mönchengladbach zum Aufstieg in die Bundesliga. Das erste von vielen Highlights, die er im Borussendress erlebte. Direkt den Aufstieg, den Feier auf den Alten Markt. Dann haben wir ein paar schwierige Saisons gehabt, wo wir gegen Abstieg gespielt haben, aber immer letztendlich wieder geschafft haben, drin zu bleiben. Und dann die letzten Jahre natürlich mit Europapokal und Highlight natürlich das Champions League. Da habe ich so viele Highlights hier, dass man ein Buch darüber schreiben kann. Also von daher. In 8 Jahren Erstligafußball hat der Niederländer 156 Spiele für die Fohlen absolviert. Dabei erzielte er 13 Tore. 8 der 13 Tore machte er allein in einer einzigen Saison. Er traf damit genauso oft wie Marco Reus in der gleichen Spielzeit. Neben der mal mehr, mal weniger ausgeprägten Torgefährlichkeit zeichnet Brauers vor allem seine faire Zweikampfführung aus. In all seinen Bundesligaspielen sammelte er nur 11 gelbe Karten. Direkt rot sah er nur einmal. In den 9 Jahren entwickelte er sich zum Leader in der Mannschaft und zum Liebling der Fans. Auch wenn er selbst und die Fans über seinen Abschied traurig sind, überraschend kommt er nicht. In dieser Saison wurde er nur in 7 Spielen eingesetzt. Insgesamt stand er dabei nur 288 Minuten auf dem Platz. Trotzdem gibt es kein böses Blut zwischen Verein und Spieler. Denn die Zusammenarbeit zwischen dem 34-jährigen Niederländer und der Borussia war immer sehr gut. Ja, ich glaube, außer die schönen Spiele und was wir alles erlebt haben, natürlich, dass ich mich immer zu Hause gefühlt habe hier, das war für mich ganz wichtig. Und das war von Tag 1 so bis zu den letzten Tag. So von daher, ja, ist das, denke ich, das Wichtigste, dass das Gefühl zwischen mir und dem Verein einfach passt. Brauers geht. Wohin, ist auch klar. Er wechselt zurück zu seinem Heimatverein Roda Kerkrade. Möglicherweise kann er dort auch nach seiner aktiven Karriere weiterarbeiten. Die Fans und die Borussia wünschen ihm dafür natürlich alles Gute.